Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Sleeping Dogs. Ich habe off-cam neue Klamotten gekauft. Gefällt mir persönlich, gefällt es mir richtig gut, diese Klamotten. So behalte ich das jetzt mal bis jetzt, also bis wir mehr Ansehen haben und dadurch dann mehr Kleidung zur Verfügung haben. Bis dahin behalten wir unsere Klamotten so, wie sie jetzt ist. Und ich höre gerade Babygeräusche. Babyschreie. Naja. Ich hole mir ganz kurz dieses Motorrad hier. Ach, fast hätte ich es vergessen. Stimmt, stimmt, stimmt. Erstmal das hier, ne? Kräutertee? Nee. Ja doch, Kräutertee. Ey, du musst dich... Okay, ich wette drauf, Wei Shen hat bestimmt noch tausende Helme. So. Die nächste Trialen-Mission. It's fucking great when you're on my side. Wei, we've been waiting for you. You guys smell something? I do. Das ist ein sexy Lohnschuh. You know what happens to rats, Wei? Yeah, I heard. Yeah, Conroy gave me all the details when he was helping me out on that mini. You're so sad! Who the fuck do you think you are, huh? You come in out of nowhere and suddenly our guys start to get arrested? He ratted out pop star Winston. I know he did! Oh, you're gonna do no more. This motherfucker right here is a snitch! Is that right, Ming? You fucking rat! I sent you to pop star, but now he's in jail! Yeah? And who stands to gain the most from that? You're gonna take over Popstar's whole ketamine racket now. No more scraps for you. You'll supply the whole city with drugs. You and Dog Eyes. Popstar's gone, but you're still dealing, aren't you? So who's supplying you? Are you guys actually listening to this asshole? He's a rat. He's a fucking rat! Take him to Hong Kong, young lobster! You're still working for that bastard, aren't you, man? Wait, listen, I swear! Oh, he's a dirty fucker, man! Don't say my wall! My wall! Fucking rat. Clean that up! Loyalty's important, Wei. Never forget that. You get in this business for yourself, you're bound to end up like little Lanta. Und einer pisst anscheinend in unsere Wohnung. Was zur Hölle? Mal aufgestanden und wir kriegen sofort ein SMS von Raymond. Gehen Sie zu Pinks PC, holen Sie das Paket ab, kommen Sie dann ins Golden Koi. Fontaine, mögliche Mord in Rennszene, müssen reden. Okay, na gut. Wie gesagt, ein weiterer Motorrad nehmen wir uns. So. Ich guck erstmal, was wir machen. Ich glaube, wir machen als erstes mal die Cop-Mission, bevor wir uns ans Trian-Mission schnuppern. Ist ja auch nicht weit. Oh mein Gott, ich kann Wheelie machen. Und auch so fahren. Oder auch nicht. Wow. Jetzt nicht, dass ich runterfalle. Wow. Autsch, das hat wehgetan. Jetzt
kann er nicht runterspringen oder wie? So. Inspector. Away. I'm glad you're here. What do you know about the underground racing circuit? Well, they drive fast. Occasionally they crash into something. Yeah, and occasionally they end up killing each other. Last manslaughter at best. But these last couple of files don't feel like manslaughter to me. It's got more of a deliberate feel to it. You want me to check it out? Yeah. Get into the circuit and see what you can find out. All right. See you. Okay. Jackie, wen muss ich anrufen, wenn es ums Rennen geht? Ich habe keine Ahnung. Ace, große Nummer im Rennzirkus. Ich sag ihm, du meldest dich. Noch eine, ey. Rufen Sie Ace an, okay. Wir haben ja seine Nummer, okay. Das ist schon mal sehr gut. Ja. Yeah. I'm Wei. Wei Shen. You up for a race? Yeah, sure. Long as you don't mind losing. Ja, die Karre wollte ich sowieso nehmen, also. Aber erstmal. I know you want fishballs. Son of a bitch. Oh Mann. You'll see, these things work wonders. Da rempelt Wei Shen einfach mal so einen Hotdog-Mann an. Hotdog-Verkäufer an. Passt doch. Oh. Ah, das war scheiße. So, von daher müssen wir aufpassen. Wir sind ja hier in einer Cop-Mission, das heißt, dass wir überhaupt keine fiesen Sachen machen können. Wir dürfen also keine Unschuldigen töten oder Fahrzeuge rammen oder sonstiges. Zwei. Eins. Go! Oh, ich hab die überfahren. Verdammte Scheiße, ich hab die überfahren. Naja, aber das hat, glaube ich, keinen Einfluss auf das Rennen. Beziehungsweise den Auftrag. Wow. Autsch. Meine Karre liegt hinten. Verdammte Kacke. Boah, ey, du blöder Idiot, ne? Ja, der ist immer noch vorn, ist doch super, oder? So, Sicherheit geht ja vor, sagen wir alle. Und von daher passe ich einfach mal auf, dass ich nirgendwo hin crashe. Sachschaden. Passt. Warum ist meine Karre nicht so schnell, ey? Ich glaub das nicht. Zieh mich ab. Ja, flieg weg, ey. So. Ich bin jetzt Erster. Und auch ziemlich weit vorne, wie es aussieht. Das ist schon mal sehr nice. Aber da kommt eine fette Kurve. Das war doch geil gedrift, oder? Ich glaube, ich bin richtig. Okay. So, die letzten Prozentzahlen. Gehen weiter, das heißt, wir sind nah am Ziel jetzt und ich muss sofort ans Ziel kommen. 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100! Yeah! Das Rennen haben wir gewonnen. Good win. Lucky for you, those Amars kept getting in the way. One in a million shot. You want a rematch? Yeah, sure. I'll take you. You ready for the big time? Let me know!
Everybody knows I'm the best driver in the city. Everyone! Oh yeah? I'll take you down too, hotshot. Just as soon as my car is fixed. Sicherheit ist der beste Fahrer. Okay, wir haben das Rennen gewonnen und somit ein Update bekommen, beziehungsweise einen Fall abgeschlossen. Geil. Und, ganz knapp. Wären wir auf Stufe 3 gewesen, aber es ist leider nicht so gut gewesen. Wir haben neue Rennen freigeschaltet, okay. Kein Problem, Rennen. Haben wir noch? Wir haben auch natürlich den, die Triaden-Mission dürfen wir auch nicht, fehlen. Ich hau die erstmal platt. Die Typen hier. Der so, die da vorne sind halt. Und dann sind wir weiter. Bam. Alter, Spast, ey. Na, endlich, ey. Nach 3-4 Sprungkicks. Ich glaube, es lohnt sich nicht, ne? Wenn wir die töten, oder? Nee, oder? Von daher gehen wir mal wieder zurück und machen die nächste Triaden. Nee. Wir machen noch diese folgenden Rennen, ne, liebe Freunde. Diese Folge beenden wir mit einem Rennen und wenn ich in dieser Folge überhaupt eine Mission anfangen würde, müsste ich das in zwei Teilen schneiden und das wäre ziemlich assi. Ja klar, den nehmen wir. Und diesmal werde ich nicht die Dame überfahren. So. So. Der andere Fahrer, der hat es natürlich voll vermasselt. Ich kann mich noch erinnern, als ich dieses Spiel off-cam mal gezockt habe, aber natürlich nicht durchgespielt habe. Da habe ich an diesem Rennen gefailt ohne Ende. Ich hoffe, ich schaffe das in einem Durchgang. Wenn ich das schaffe, dann ist es natürlich sehr schön. What the f- Und die Strecke ist auch kurz, wie ich aussehe. Also direkt haben wir es schon mal geschafft, also 77%. Boah. So, natürlich, wenn nichts dazwischen kommt. Und war doch leicht. Das war doch leicht, oder Leute? Ansehen natürlich gestiegen und wir haben natürlich auch noch $10.000 kassiert. Ich guck mal auf die Minimap nochmal und gucken, ob wir überhaupt hier irgendein Rennen haben. Nee, okay. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und zwar vor die Triaden-Mission. Also, bis dann.